So, hallo, wir machen nicht weiter mit Mayo 35, sondern, nein, ich sagte nicht, sondern da. Es gibt einen neuen Ninja Speedrun, den möchte ich mir einmal angucken. Und ja, das heißt, wir machen weiter mit Super Mario Maker 2. Wahrscheinlich gibt es auch wieder ein paar Level zu spielen. Ich werde Mario 35 auch noch ein bisschen weitermachen. Ich habe jetzt mittlerweile begriffen, wie man Level freischalten kann. Nachdem das ja Nintendo selbst nicht erklären möchte, musste man halt auf Videos warten, die das erklären, die es rausgefunden haben. Da sage ich dann im nächsten Mario 35 Video noch was dazu, sofern ich mich dazu motiviert bekomme aufzunehmen. Es ist gerade echt schwierig. Je seltener man Dinge hochlädt und je seltener man aktiv ist auf seinem Kanal, desto schwieriger ist es wieder anzufangen. Es ist ganz komisch. Aber gut, Motivation ist einfach gerade, weiß ich auch nicht. Es ist irgendwo im Urlaub, wo sonst gerade keiner hin kann in Urlaub, weil ist halt noch Corona, ne? Und bleibt halt auch. Es geht halt nicht weg. Wie auch. Leute verhalten sich unvernünftig. Wie soll das so jemals weggehen? Es ist gerade echt frustrierend. Es ist gerade echt frustrierend. Vor allem, man merkt es auch so, wenn man in der Schule halt aktiv ist, wie so mehr und mehr immer. Was ist das denn? Ach, ich bin unter Wasser. Ich wollte sagen, warum bewege ich mich denn so langsam? Okay, also das ist ein. Okay. Okay, hier komme ich schon mal nicht lang. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Hier komme ich lang. Komme ich da oben? Ah ja. Ah, da kommt nur ein Frosch raus. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Okay, dann gehen wir. Da, was wäre mit dem. Moment, da war ein Pau. Hätte ich den mitnehmen. Wait. Ah, ich muss. Was muss. Ach, ich muss Münzen sammeln. 100 Stück. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich muss 100 Münzen. Seid ihr des Wahnsinns? Sind das dann alle? Wait, ist das sammle min okay, mindestens. Das heißt. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja. Okay, ach so, deswegen muss ich hier auf jeden Fall die 10er-Münze. Ach du Schande. Wait, what? Oh, hier hätte ich die Shell. Kommen hier Münzen raus? Ach so. Okay, der baut das frei. Oh Gott. Also das kann mir doch jetzt aber keiner erzählen, dass hier Leute in 20 Sekunden oder so das Level diesmal schaffen. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen. Man muss halt überlegen, wo die guten großen Münzen sind, das ist klar. Asch. Okay, hier hätte ich bleiben können. Okay, wie komme ich da drüben ran? Gar nicht. Hä, was ist das denn für ein Scam? Geht halt einfach echt gar nichts. So. Ach so, und jetzt bin ich. Okay, aber jetzt habe ich es voll. Also in die Röhre, da will ich eigentlich gar nicht mehr rein. Das ist ja was zur Hölle. Okay, was ist denn da bisher die Top-Zeit? Was ist denn da die Top-Zeit? Das dauert ja ewig. Also natürlich wird es einen schnellen Weg geben, wenn man die 10er-Münzen alle mitbekommt. Yo, es geht halt wirklich teilweise innerhalb von. Aber das ist mal ein Verlauf. Das ist mal ein Verlauf. Das ist keine Gauss-Kurve mehr. Uff. Es geht halt wirklich innerhalb von 25 Sekunden knapp. Also natürlich nur ganz selten.
Aber das heißt doch dann ziemlich sicher, dass das hier alles ausgelassen wird. Wir müssen mal uns umgucken, was hier alles, ne? Die muss ich, glaube ich, schon... Also die muss ich ziemlich sicher mitnehmen. Jetzt haben wir 50 knapp. Oh, was ist da? Ah, nix! Okay, da ist... Scheiße, ich dachte, da ist ein Block. Weil es einfach leer gewesen ist in der Mitte. Ich dachte, da ist ein versteckter Block. Ja, war nicht so. Okay, einfach gleich... Scheiße. Nee, das ist Schwachsinn. So. Oh, wait, was ist hier eigentlich? Ah, hier habe ich Zeit, Münzen zu sammeln, während das hier runtergeht. Das ist auch cool. Das ist good to know. Halt, der kann auch was. Aber auch den sollte ich vielleicht auslösen, nachdem ich hier das Feuer ausgelöst. Dann könnte ich nämlich hier so ein bisschen bla 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 bla. Ah, jetzt kommt es nicht raus. Scheiße. Ha, war blöd. War dumm. Dafür haben wir jetzt aber schon 71 zusammen. Die hole ich auf jeden Fall. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir es ja schon wieder gleich. Oh, dafür ist der Pau. Ich bin eine Nuss. Ich bin eine komplette Nuss. Der Pau schmeißt die ja runter. Ja. Natürlich. Der Pau schmeißt die Dinger ja runter. Nein. Okay, 57. Okay, das dauert ja 3 Jahre. 91. Theoretisch muss der aber ja nicht mal... Theoretisch muss der gar nicht mal kaputt gemacht werden. Ich kann ja einfach durchschwimmen, wenn ich die Münzen habe. Okay. Okay. Die Frage ist halt, welche Münzen sind es jetzt unbedingt wert und welche nicht so. Ah, hier könnte ich die Shell mitnehmen und da dann in der Zeit einsammeln. Ja. Wahrscheinlich wäre das auch ganz gut. 76. Das dauert zu lange, bis das Zeug runterkommt. Das dauert viel zu lange, bis das Zeug runterkommt. Was ist da in der roten Röhre drin, frage ich mich. Was ist in der roten Röhre drin? Also ich muss noch... Ich kann ja noch 20 Sekunden schneller werden, theoretisch. Uff. Ja. Puh. Ich will jetzt erstmal... nice. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Also eigentlich ist das hier... Das hier sind so wenig Münzen. Ich glaube, das ist es nicht wert, hier rumzuwuseln. Das hier ist auf jeden Fall gut. Also das hier gibt ordentlich Coins. So, jetzt nehmen wir mal den Kollegen hier mit.
während wir nämlich hier dann Dinge tun, kann der auch schon mal einsammeln. Das ist wie eine Coin-Maschine einfach. Jetzt haben wir nämlich schon 69. Dann kann ich hier kurz rein. Dann kann ich hier kurz rumwuseln. Jetzt brauche ich nur noch ein paar. Jetzt habe ich's. Ja, ist egal. Interessiert mich. Aber es war jetzt nicht viel schneller. Ich Dummkopf. Ich wollte gucken, was in der roten Röhre ist. Gott. Bin ich denn dumm? Also, ab mit die rote Röhre jetzt. Ab in die rote Röhre. Einfach gleich weg hier. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist... Die Zeit brauche ich ja eh, um da durchzukommen. Die nehme ich auf jeden Fall auch mit, die Münzen. Das ist ganz klar. Aber jetzt, in vier Sekunden sind Leute schon im Ziel. Das ist schon crazy. Also das geht auf jeden Fall ohne diese... Ah, hier ist auch nochmal Stuff drin. Okay. Da muss auf jeden Fall irgendwas ohne diese... Also ich weiß nicht, was in der roten Röhre drin ist. Aber das scheint es nicht wert zu sein. Okay, es wären schon recht viele Münzen. Aber... Ja, ich meine, jetzt bin ich zeitlich eh schlechter. Ich glaube nicht... Ich glaube, die Guten schaffen vor der roten Röhre das ganze Zeug. Weil durch die rote Röhre und so, das dauert alles viel zu lange. Das gibt zwar ordentlich Coins, aber das dauert alles viel zu lange. So, zack, 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 zack. Sobald die vierte da durch ist, kann ich auch durch. Ah, ich habe die Shell vergessen. Die kann hier gleich los. So. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir 55 zusammen. Jetzt ziehen wir hier den Kreis, nehmen die 8 mit. Die 5 nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Gehen hier in den Kreis. Und jetzt können wir es noch voll machen. Jetzt habe ich den Pau vergessen. Ich bin doof. Ja. Das muss noch deutlich schneller gehen. Da muss es noch mehr Möglichkeiten geben, ganz schnell Münzen zu bekommen. Ach so, Ninchis. Ninchis anmachen. Ich habe die letzten Male immer vergessen, Ninchis anzumachen. Wir machen jetzt mal Ninchis an. Was die so tun. Müssen ja nicht viele sein. Sonst drehe ich wieder am Rad. Aber ich glaube, ganz viele gehen direkt hier oben lang. Jo. Dann hier. Dann hier. Ja. Dann hier. Schön die Shell mitnehmen und ab dafür. Nein! Ach, komm schon. Das war blöd. Ach, komm. Es ist aber... Also, was ich auch noch dazu sagen muss, weil ich von mit Motivation angefangen habe... Ich bin gerade noch in der Phase, wo ich sehr viel vorbereiten muss. Wo ich sehr viel vorbereiten muss, was Unterricht angeht und so weiter, weil ich halt noch viel Unterricht halten muss, den ich noch nie vorbereitet habe. Aufgrund neuer Klassen und so weiter, ne? Aber, also das wird ja auch wieder weniger mit der Zeit. Also ich hoffe schon, dass ich in Zukunft wieder öfter zum Aufnehmen komme. Nur wie gesagt, ich habe vergessen, das Ding auszulösen. Aktuell ist halt echt so, rechnet einfach nicht so häufig mit Uploads. Ich habe im Moment ganz andere Dinge zu tun.
So. Aber ich bin auch da und ich will eigentlich auch nicht den Kanal jetzt hier komplett gegen die Wand fahren. Das Problem ist ja auch... Oh nein, ich habe schon wieder da unten den Teil vergessen. Das Problem ist ja auch, so YouTube-technisch... ich bin nicht losgeschwommen. So YouTube-technisch, wenn du nichts machst eine Zeit lang mit dem Kanal und wenn nichts kommt, schmeißt YouTube dich einfach komplett überall raus. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand den Kanal abonniert, kriegt er... Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Ich darf nicht bald dabei reden. Es hat so viel besser funktioniert, als ich nicht geredet habe. Dann, dann landet es teilweise einfach nicht mehr in der Abo-Box. So. Weil einfach YouTube denkt, okay, der Kanal ist nicht mehr relevant. Und, das ist nicht gut. Freundlich ausgedrückt, ist das nicht gut. So, jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das auf und dann Abflug. No! Jetzt sehe ich nicht, was die anderen machen. Also, die ziehen auch hier rein. Dann geht's hier... Nein! Ich bin so eine Nuss, ey. Aber jetzt ist ja schon 25. Jetzt ist ja schon wieder einer fertig. Wie kann man denn so schnell fertig werden? God dang it. Jetzt habe ich nur 2 Münzen, aber ist okay. Meines reicht, wenn wir uns stückweise verbessern. Wir müssen ja nicht, ne? Aber da... Ach, F. Ich dachte, ich kann da nicht... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe das jetzt gerade erst gesehen. Ich dachte, ich muss den... Ach, ich... Okay, ich dachte, das ist so, dass man da nicht durch kann. Das ist nur ein Bild, dieses Schloss. Das Bild ist nur ein Schloss... Das Schloss ist nur ein Bild. Ach so. Ich muss nicht auf den Bowser. Also auf den Baby-Bowser. Ah, ich kann außen rumschwimmen. Oh, da oben sind Blöcke. Ich sehe da was. Da oben sind Blöcke. Die scheinen auch nochmal ganz viele Münzen zu beinhalten. Habe ich jetzt eine zu wenig? Nein, ich habe eine zu wenig. So, aber was ich gesehen habe, man kann hier einfach durch. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist zu. Ich dachte, ich komme da nur von unten hoch. Aber das ist... Okay, ich kann einfach durch. Okay, das ist eine gute Erkenntnis, die mir jetzt die Ninjis gebracht haben, dass ich da einfach durch kann. Das ist eine sehr gute Erkenntnis. So. Jetzt habe ich, wie gesagt, noch was gesehen in dem Tunnel. Dafür sind die Ninjis jetzt echt gut. Dafür sind die Ninjis jetzt echt gut. Dass man das sieht. Mir scheint, ich halte mich hier zu lange auf, wenn ich mir das so angucke. Wenn ich mir das so angucke, halte ich mich zu lange auf. Das scheint andersrum schneller zu gehen später. Also hier vor allem, was ist da oben? Ah, da ist auch so ein Ding. Okay, das ist schon wichtig, ja. Na, jetzt komme ich hier nicht mehr. So, jetzt sind wir voll. Aber wir müssen ja gar nicht voll sein. Ich kann ja 3 Münzen auslassen, weil ich die 3 hier oben auf jeden Fall mitnehme. Na, die 3 da oben nehme ich auf jeden Fall mit. Thank you.
machen. Und das hier ist eigentlich auch ganz gut. Hier schneller durch. Hier deutlich schneller durch. Die Frage ist, ob das Warten auf diese Coins hier, ob es das wert ist. Wahrscheinlich ist es das nicht wert. Wahrscheinlich ist es das nicht wert. Was ist hier? Ah, die sind nur einzeln, okay. No! Das war zu einer... Ach, Käse. Aber ich bin viel zu langsam. Aber die Münzen hier müssen eigentlich schon sein, ne? Die würde ich auch sagen, das sind so viele. Aber wahrscheinlich nehmen die Profis die wieder nicht mit. Jetzt brauche ich nur noch 6 Stück. 7. Okay. Ah, und den Pau, wenn ich mitnehme, komme ich natürlich schneller durch den Bowser. Oh mein Gott, ja klar. Warum nehme ich den Pau nicht mit? Bowser, sage ich immer, durch den Baby-Bowser halt. Uff. Uff. Okay. Toll. Super Anfang. Ich glaube, das hier ist auch Quatsch. Ich glaube, es ist am Ende, sind die Münzen viel mehr am Ende, als das, was man hier so macht. Habe ich den Eindruck, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Warten hier ist Quatsch. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Weil jetzt sind ja schon Leute im Ziel. Jetzt! Zumindest in ein paar Sekunden. Jetzt sind Leute im Ziel. Nein, nicht Dummkopf. Ach, komm schon. Was haben wir denn hier noch so alles? Das sind alles nur Einzelne, ne? Ja. Das sind alles Einzelne. Es ist schon... Es ist schon sick. Wahrscheinlich kann man ganz viele Sachen auslassen. Wahrscheinlich ist selbst die Münze hier nichts wert. Weil man das ganz anders löst, alles später. Aber das kann ich mir jetzt auch wieder nicht vorstellen, dass ich so viel hier bekomme. Ach. Nee, die muss ich schon mitnehmen. Aber vielleicht die da oben nicht. 31. Oh. 88, okay. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich komme jetzt halt nicht durch, aber... Aber das ist gar nicht mal so wenig. Man kommt da tatsächlich ganz gut mit dieser Technik hin. Ein paar mehr am Anfang wären schon sinnvoll. Gerade so diese Reihe hier einmal mitnehmen. Warum hüpft er da auf die Bombe drauf? Hier einmal schnell rein. Jetzt habe ich nicht so viel mitgenommen, aber es ist okay.
Ja, es sind nochmal 2 Sekunden, die ich jetzt besser bin. Aber bei weitem nicht das, wo ich gedacht habe, dass man hinkommen könnte. Da muss es doch viel mehr Tricks geben. Crazy. Wie die Leute diese Wege wieder sehen, ne? Oha. Ja, ja. Okay. Aber da wird es auf jeden Fall nochmal ein Video dann geben, wenn ich mir ein paar Wege angeguckt habe. Von wahrscheinlich Beast und so. Wette, Beast hat ja auch wieder eine super Zeit hingelegt. Um zu schauen, was überflüssig ist und was nicht. Warum hüpfen die Leute da drauf rum? Was nützt das denn? Ich meine... Oh, hier ist... Ach ja, hier war ja auch nochmal der Block. Ha. Am Ende ist das wahrscheinlich auch wieder schneller. Oh Gott, ey. Und du bleibst so schnell hängen mit dem dummen Ding. Das scheint auch wieder mehr wert zu sein. Weiß es nicht. God dang it! Ja. Ja, aber das ist... Ah, nee. Nee. Da muss ich mir mal ein paar Routen angucken. Das interessiert mich natürlich. Jetzt schauen wir mal schnell, ob wir noch irgendein kurzes Level in unserer Liste haben. Ob vielleicht Joris und Sonne wieder was hochgeladen haben. Das könnte ich noch schnell mit wegmachen. Zack, zack, zack. Sonne, Sonne. Ganz viel Sonne. Mal gucken. Oha, einige Level sogar. Dann können wir jetzt gar nicht alle in dem Part machen. Wobei, ja, mal gucken. Geisterflug. Oh, ja, machen wir das noch. Und dann, machen wir die anderen im nächsten Part. Alle One-Up-Pilze sammeln, okay. Gott, ich bin gerade immer noch im Speedrun-Modus. Oh, ich glaube, ich habe was verpasst. Da oben ging es bestimmt hoch. Ich laufe jetzt einfach mal durch und guck mal, was ich so kriege. Auf die Schnelle. Ich habe ein bisschen Angst, es ist dunkel. Ich habe bestimmt schon ein One-Up verpasst. Da oben war hundertprozentig ein One-Up. Hier hinten ist bestimmt auch ein One-Up. Ja, und ich wette, da oben war ein One-Up. Oh nein, ich habe ein One-Up verpasst. Safe habe ich ein One-Up verpasst. Hier geht's bestimmt zum One-Up. Nee, kein One-Up. Da ist das große Joris-Herz. Oha. Jetzt habe ich ein Problem. Das war nicht so die beste Idee, die ich hatte. Okay. Das hat nicht funktioniert. Aber ich habe eh das One-Up am Anfang verpasst. Von daher gehen wir mal gleich hinterher und... Natürlich klappt der Sprung nur beim ersten Mal. Natürlich klappt es nur beim ersten Mal, da so schön durchzulaufen. Mist. Ach, komm schon. Nice. Ja, klar war da ein One-Up, sag ich ja. Oh. Ups. War vielleicht doch kein One-Up da oben. Also dann ist da schon mal kein One-Up. Aber da ist ein One-Up drin. Ah, schön. So, sonst habe ich aber nichts verpasst. Ne? Oh, wow, wait.
Oh, dich habe ich nicht gesehen, mein Freund. Okay, dann haben wir alle One-Ups schon zusammen. Ja, easy. Oh Gott, hier durch ist... Ah! Also in Speedrunnen möchte ich das Level nicht. Speedrunnen möchte ich das Level nicht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Geh da rein. So. Okay. Jetzt einfach nicht treffen lassen. Ach so, ich habe mich ja nicht treffen lassen. Ich bin ja einfach hier in das Herz runtergesprungen. Oh, da ist das Ziel. Okay, schön. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Ah, das war ja doch ganz fix jetzt. Oh, Rekord, okay. Nehme ich mit. Wird nicht lange halten, aber nehme ich mit. Das war Geisterflug. Pfoten und Yoshi. Joris fast 4. Oh, Joris wird auch immer älter, natürlich. Wollte Yoshi und Pfoten. Okay. Okay. Ach komm, wir ziehen die Sonne-Level jetzt noch durch. Wir ziehen die Sonne-Level jetzt noch durch, weil solange nichts kam, machen wir einen etwas längeren Part. Yay, da ist Yoshi. Da sind Pfoten. Pfoten. Mehr Pfoten. Pfoten. Ganz viele Pfoten. Hui. Hui. Halt, ich habe eine Pfote vergessen. Ah, da gibt es keine Pfote für. Nicht alle Münzen haben Pfoteneffekte. Hui. So. Und das Joris-Herz darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Yay. Und Leben. Sehr schön. Zack, da, 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 da. Oh, jawohl, da gibt es nochmal richtig hier Pfoten. Okay. Das war die langsame Variante. Jetzt holen wir uns schnell den Rekord. 12 Minuten, okay. Kriegen wir hin. Leider muss ich jetzt Yoshi stehen lassen, um den Rekord zu holen. Ich hoffe, Yoshi hat... Oh, nee. Das war schon Schwachsinn. Ich hoffe, Yoshi hat dafür Verständnis. Hui. Oh, das war dumm. Ich glaube, das hat Zeit gekostet. Ich glaube, das hat Zeit gekostet. Ah, oh, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Oha, der Rekord ist ja schon gut. Warum ist der Rekord denn schon gut? Oha. Okay, jetzt aber go hier. Nein! Ah! Oh, das gibt's doch nicht. Der Rekord ist viel zu gut. Ich habe ja kaum Möglichkeit. Okay, okay, okay. I see, I see. Ist der dann hier runtergerutscht möglicherweise? Weil es dann schneller geht? Okay. Was ist das jetzt? Das könnte jetzt... Also wir sind auf jeden Fall im 12er-Bereich. Aber ist das... Ist das Rekord oder nicht? Ach, come on! Okay, okay. Anschnallen. Da muss jeder Sprung jetzt sitzen. Und ich glaube, man könnte da runterrutschen, aber bis ich in die Rutschphase komme, ist, glaube ich, auch wieder Zeit weg. Nein! Ich bin hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, wenn ich nicht hängen geblieben wäre. Ich fürchte fast nein. Ah, schon wieder hängen geblieben. Da brauche ich gar nicht durchs Ziel. Das war gut, das war gut, das war gut. Glaube ich. Jetzt hopp, hopp, hopp und zack. Komm schon. Komm schon. Wenn es das nicht ist, lasse ich es bleiben, weil dann schaffe ich es nicht. Das war jetzt, also besser als das kriegst du jetzt nicht hin. Ach, ka, Wahnsinn. Okay, 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 dann nicht. Dann nicht. Buh.
Okay, Buh. Kunst. Kurz und knackig und Kunst. Rekord ist bei einer Minute noch was. Okay. Ich glaub's auch. Ja. Yes. 521 Boos. Go. Oh no. Verstehe gar nicht, warum der Rekord bei einer Minute liegt. Oh nein. Muss man hier ziemlich geschickt durchgehen. Oha. Waren es alle? Nein, mindestens. Also sind es nicht alle. Aber fast alle scheinbar. Okay, da sind noch ein paar. Ich muss die einzeln mitnehmen, es hilft nichts. Oha. Okay, hier habe ich noch einige ausgelassen. Wait, das sind alle. Wo ist der letzte? Hä? Wo ist der letzte? Yo, wahrscheinlich. Was zur Hölle? Okay. Aber wieso mindestens? Kann man mindestens denn nicht nur angeben, wenn... Oh, guck mal, wie knapp das war, verdammt. Kann man mindestens denn nicht nur angeben, wenn man mehr als das einsetzt? Oder geht das immer? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht irgendwo mehr? Sodass sie deswegen mindestens machen konnte? Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Block? Ah, keine Ahnung. Egal. Okay. Den Anfang haben wir jetzt weggefrühstückt soweit. Jetzt müssen wir hier Stück für Stück weiterarbeiten. Ist das bekloppt? Ah, jetzt sind die gerade oben. Das ist natürlich dumm. Jetzt kommen sie runter. Jetzt nehme ich die auf jeden Fall noch weg. So. Dann brauchen wir jetzt nur noch den hinteren Bereich. Oh je. Okay, nur noch die hier. Puh. So. Interessant. Okay. Not bad. Sub 1 minute. Yes. Joris Herzlevel. Joris fast 4 Volt, die Geister und anderes Zeug. Okay. Wir gehen rein. Und bleiben drin. Okay, anderes Zeug ist in Sicht. Anderes Zeug. Hilfe. Aber da ist das Joris-Herz. Okay, dich befreie ich mal. Oder auch nicht. Doch, ich habe ihn befreit. Da ist der... Da sind die... Ah, Hilfe. Gib mir Yoshi. Yes. Kann ich da rein? Ja. Oh, der ist wichtig. Yay. Und anderes Zeug nochmal leben. Und wait, ich brauche einen P-Switch. Ach so, der ging mit der Zeit einfach. Okay. Interesting. Das war nicht so gut. Yo, hier ist auch ganz viel anderes Zeug. Okay. Ja. Da ist das Ziel. Okay, da war viel los. Jetzt gehen wir mal den Weg aus drum. Da ging es ja noch weiter. Okay, den Rekord kriegen wir locker. Aber da ging es ja noch weiter. Ich will mal den Rest noch sehen. So, der Pilz ist schon mal wichtig, sonst bin ich sofort tot. Ja, genau deswegen. Jetzt lassen wir Yoshi mal stehen. Und was ist hier drüben? Ach so.
Nichts. Okay, dann muss ich für den Rekord nochmal neu starten. Dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Hi! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einfach nur den Stern catchen. Ah, und jetzt wurde gerade der P-Switch ausgelöst. Ich verstehe. Und wenn der ausläuft, kann ich hier durch. Jetzt nämlich. Jetzt bin ich allerdings klein, was ein gewisses Problem für diesen Bereich hier ausmacht. Oh Gott. Oh Gott. Yes! Yes! Oh, ich hatte so Angst vor dem Muncher. Ich hatte so Angst vor dem Muncher. Oh, das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit. Nehme ich mit. Okay, okay. Und Joris hat nochmal was Eigenes gebaut. Nice. Dann schauen wir mal, was Joris gebaut hat. Ja, alles klar. Hier ist Party auf jeden Fall. Party ist immer gut. Hui. Okay. Da sind Wände. Okay, ja, ja. Da wird auch noch Action hier jetzt. Wird's bunt. Okay, okay. Da fährt eine Plattform durch die Gegend. Okay. Ich schaue mir das nachher noch genauer an. Okay, alles klar. Mhm. Ich schaue mir das nachher noch ein bisschen genauer an. Ich will erstmal grob überblicken, was hier los ist. Jetzt läuft der Stern. Oh, Hilfe. Ich glaube, ich bin hier nicht so. Ah, doch, ich komme hier weiter. Okay. Okay. Wie lange hat Joris denn an dem Level gebaut? Das ist ja schon ziemlich groß geworden. Wow. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich sogar. Also da hat Joris mit 4 schon bessere Dinge gebaut als so manch Erwachsener, ne? Das muss man mal sagen. Das ist ein Level gewesen. Das war ein Level. Das war definitiv ein Level. Gucken wir uns das mal genauer an. Ob hier irgendwas begehbar ist, aber das glaube ich... Oha! Das ist begehbar! Oha! Oh, das war nicht die beste Idee, die ich hatte. Okay, die blaue Röhre ist begehbar. Oha! Okay. Ja, dann ab dafür. Gucken wir uns das nochmal an. Also, kann ich hier? Nein. Vielleicht kann ich in die rote Röhre von unten rum rein. Ja, das kann ich. Und dann komme ich hier raus. Und das ist... Ach, das ist hier. Okay, verstanden. Ding, 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 ding. Okay. So, jetzt wäre es aber natürlich schlauer, mal oben rum zu gehen. Dann muss ich nicht durchs Wasser schwimmen. Hui. Das geht deutlich schneller. Okay, cool. Das wird hier trotzdem, jetzt komme ich, lande ich dann trotzdem im Wasser zwischendurch. Ist, ah, ich will da einmal hoch. Ich will da einmal, lass mich da einmal, ah. Okay, okay, ich will einmal hier hoch. Okay. Hui. Und da ist nochmal ein böser Magic-Hub. Oh nein. Oh nein, ich... Komm, dann komme ich da nochmal. Oh, ich könnte es noch retten. Ich, oh, ne, jetzt kann ich es nicht mehr retten. Ah, doch, doch, ich kann es noch retten. Yes, man kommt wieder raus. Sehr gut, Joris hat an alles gedacht. Man kommt wieder raus. Puh. Puh. Okay, jetzt machen wir mal eine... Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte sagen, jetzt stellen wir noch einen Rekord auf. Ich meine, bisher bin ich zwar der Erste, der es geschafft hat, aber dadurch ist ja... Oh mein Gott, so stelle ich keinen Rekord auf. Dadurch ist ja der Rekord nicht aufgestellt. Das ist ja automatisch dann Rekord, wenn man der Erste ist, der das Level schafft. Wir wollen ja einen richtigen Rekord aufstellen, der auch gar nicht so einfach... Ah, was mache ich denn? Gar nicht so einfach zu knacken ist. Nein! Ah, ich bin hängen geblieben. Ach, ich bleib hängen. Ich bleib viel zu viel hängen. Nein. Okay, das wird ein schlechter Rekord. Besser als das erste, was ich hatte, aber ein schlechter Rekord. So, den Hit nehmen wir einfach mit und dann kann man hier einfach ins Ziel. Ah, schlechte Zeit, schlechte Zeit. Aber ich lasse die jetzt einfach so.
Aber schlechte Zeit. Okay. Aber schön. Schön. Sehr schön. Das waren wieder tolle Sonnenlevel und Joris-Level. Also, ne? Sehr schön. Auch Lob an Joris. Das war ein cooles Level. Kann man nicht anders sagen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und, ja, wir können mal ganz kurz hier durchwuseln, was noch so alles ansteht. WBC hat wieder einige Musiklevel gebaut. Hopes and Dreams. Hops and Dreams, okay, von Wabaros. 1-1 von Wabaros. Das ist okay. The Root Sunstorm. Okay, Wabaros hat einfach gebaut wie sonst was. Alles klar. Please make your guide. Grandchild. Mehr Musik ist das scheinbar. Okay. Simple and Clean von Devery. Okay. You are the Monster. Mehr Musiklevel. Und dann sind wir schon wieder hier. Das kriegen wir doch vielleicht in einem Part aufgeholt. Oder in ein paar zumindest. Nicht so, nicht oder? Oder habe ich hier was ausge... Achso, das ist das ganze Boost-Bro-Zeug. Da haben wir auch einiges schon gespielt. Ah, stimmt, wir haben die Boost-Bro-Welt ja noch gar nicht fertig. Ha! Ja, moin. Aber sonst waren wir hier, glaube ich, schon hier unten. Es ist das teilweise... Ja, okay. Das ist gar nicht so viel. Das ist ganz gut. Dann bedanke ich mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Lade den Part jetzt auch gleich hoch. Das heißt, der kommt jetzt einfach wieder ganz unregelmäßig plötzlich am Abend. Und... Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass jeden Tag was kommt. Ihr wisst Bescheid. Es hat jetzt auch gerade letzte Woche so gar nicht geklappt. Ich glaube, es kam von Montag bis Freitag kam einfach nichts. Ja. Tschüss.